Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der aktuellen Ausgabe unseres MacPom-weiten Magazins berichten wir von Barrierenabbau im öffentlichen Personennahverkehr in Hagenow und über den Ausbau eines beliebten touristischen Angebots in der Nähe von Grimmen. Beginnen wollen wir aber in Wismar. Trotz Ferien wollen wir uns dort eine freie Schule anschauen. Im Rahmen ihrer Stiftungssommertour war Justizministerin Jacqueline Bernhard zu Gast bei der Schulstiftung der Nordkirche. Der Besuch führte sie an die Robert-Lansemann-Schule in Wismar. Die Schulstiftung ist Träger der Grundschule mit Orientierungsstufe in der Hansestadt. Katrin Kipra, stellvertretende Direktorin, gab eine umfassende Führung durch das Haus. Pastor Kai Gusek war als Vorstand der Schulstiftung auch vor Ort. Er beschrieb detailliert die Arbeit der Stiftung. So hatte die Ministerin Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren. Wir haben bei beiden Stiftungen gesehen, dass es wichtig ist, einen eigenen Grundstock zu haben, aber dass für jedes gesellschaftliches Engagement auch wichtig ist, eine staatliche Förderung oder eine Förderung bei Stiftungen durch Private, durch Zustifter zu Stifter zu bekommen. Das haben wir in beiden Stiftungen gesehen, sowohl heute früh in der Anstiftung durch öffentliche Forderung, als auch hier jetzt in der Schulstiftung durch die Förderung auch des Landes in diesem Bereich. Und so ergänzen sich dann auch Stiftung und der Staat gegenseitig, weil wir alle ein Ziel haben, die Gesellschaft voranzubringen. Derzeit folgen 302 Schülerinnen und Schüler dem Unterricht. Das Land fördert die freien Schulen zu 85%. Der Rest muss über Schulgeld eingenommen werden. An der Lansemann-Schule zahlen knapp 30% der Eltern die volle Höhe. Alle anderen haben eine Ermäßigung. Eine freie Schule ist keine Privatschule. Ein hohes Einkommen, kein Aufnahmekriterium. Pastor Kai Gusek beschreibt auch noch einmal, dass die Schulstiftung keine Förderstiftung sei, sondern eine rein operative. Wie die Stadt Wismar auch Schulträger ist für ihre Grundschulen und Regionalschulen, sind wir Schulträger für unsere Schulen. Das heißt, wir tragen die volle Verantwortung für den Schulbetrieb, die inhaltliche Aufsicht, die pädagogische Weiterentwicklung, für die Ausstattung, aber auch für die Beschaffung des Personals. Also Schulträger in all seiner Komplexität. Auf dem Weg zum grünen Klassenzimmer soll eine Sporthalle gebaut werden. Auch darum kümmert sich die Schulstiftung. Kooperationen sind angedacht, sowie die Initiative der Eltern und Sachspenden. Der Standort Wismar selber ist ein ganz stabiler Standort seit vielen, vielen Jahren. Wir konnten auch diesen Schulneubau mit öffentlicher Förderung und eigenen Mitteln finanzieren und werden jetzt an die Entwicklung eines Sporthallenkonzeptes gehen für unseren Schulsport. Das würden wir auch finanzieren können. Aber wir sind auch in der Überlegung, gemeinsam mit anderen der Hansestadt und Sportvereinen zu gucken, gibt es eigentlich Bedarf, der über unseren hinausgeht? Und muss die Halle eine andere Infrastruktur, eine andere Größe bekommen? Und dann muss man natürlich über die Finanzierung reden, die über den Eigenbedarf hinausgeht. Im November 2019 wurde das Schulgebäude bezogen. Die Schule gliedert sich in zwei Gebäudeflügel, die über das zentrale Foyer verbunden sind. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 5,3 Millionen Euro. Gefördert wurde das Projekt vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Freie Schulen können in der Regel sich keinen eigenen Schulneubau aus eigenen Mitteln leisten. Dazu reichen die öffentlichen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht aus. Hier in Wismar haben wir es hingekriegt, zusammen mit der Hansestadt Wismar, die Mittel an uns weitergeleitet hat, diesen schönen Schulneubau hier zu verwirklichen. Das heißt, wenn man das wirklich runterbricht und übersetzt, die Hansestadt Wismar hat auf eigene Projekte verzichtet und uns dieses Geld durchgesteckt, damit wir diese Schule bauen konnten. Das, finde ich, ist ein wirklich bemerkenswerter Fakt und das muss gerne betont werden und auch mit Dank betont werden und macht Hoffnung in Richtung des Neubaus der Sporthalle, auch dort eine kluge Lösung zu finden. Im Verlaufe des Besuchs erläuterte Gusek der Ministerin die Finanzierung der Stiftung und die Bildungssituation der über 3.300 Schülerinnen und Schüler an den evangelischen Schulen im Land. Die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern gehen jetzt erst einmal in die großen Ferien.
Ja, und zu den Ferien bzw. zum Urlaub passt unser nächstes Thema. Es dreht sich nämlich um eine Hotelanlage mit vielen Möglichkeiten. In Kaschow, nahe Grimm, befindet sich der beliebte Golfpark Strelasund. Umgeben von der ruhigen Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns bietet der Park die perfekte Kombination aus erholsamer Entspannung und sportlicher Aktivität. Seit der Eröffnung hat sich die Anlage einen Namen als erstklassiger Golf- und Wellnessort gemacht. Doch der Wunsch nach ständiger Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse der Gäste führte zu umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen auf dem Gelände. Wir sind ja schon seit Längerem am Markt und haben ganz einfach festgestellt, dass unsere Gäste verschiedene Bedürfnisse haben und haben uns selber überlegt, wie können wir unseren Gästen mehr Komfort bieten. Also ist für die ganze Familie was dabei. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass sich alle unsere Gäste wohlfühlen, von groß bis klein. Wir sind ja auch ein Wellnesshotel, haben dieses Spa, was ich gesagt habe, der Spielplatz, die Golfanlage, die Footgolfanlage. Das Golfhotel nahe der Ostsee hält für jeden Geschmack etwas bereit. Um das Angebot noch breiter zu gestalten, hat der Golfpark Strelasund für groß und klein ausgebaut. So wurden einige neue Attraktionen geschaffen. Also wir haben verschiedene Bereiche ausgebaut bei uns, vor allem auch saisonverlängernde Maßnahmen und ein Wellnesspavillon, wo auch zum Beispiel Yoga jetzt angeboten wird. Dann haben wir E-Tankstellen gebaut. Und alle unsere Zimmer wurden mit Klimaanlagen und Mini-Kühlschränke ausgestattet. Ein weiteres Highlight der Erneuerung ist der Feng Shui-Garten. Diese multifunktionale Grünfläche dient nicht nur der Entspannung und Erholung, sondern ist auch für Feierlichkeiten und freie Trauungen zu mieten. Besonders daran ist vor allem der Weg zum Garten. Wir haben den Garten, den Spielplatz maritim gestaltet mit einem Segelboot mit Segel. Und der ist verbunden mit einem kleinen Irrgarten. Das soll ganz einfach zeigen, dass der Weg vom Kindsein zum Erwachsenen nicht immer gerade verläuft. Dass man auch Erfahrungen machen muss, die mal positiv, mal negativ sind. Und so kommt man dann vom Spielplatz zum Garten. Ein solcher Ausbau ist kostspielig. Rund 1,5 Millionen Euro waren für die Erweiterung nötig. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung förderte den Projektausbau mit 50% der Summe. Der Rest stammte aus Eigenkapital. Die aufwendigen Arbeiten nahmen zwar viel Zeit und Energie in Anspruch, doch sie haben sich gelohnt. Durch den Ausbau wird nicht nur ein wichtiger Freizeitort in Mecklenburg-Vorpommern gefördert, sondern auch die touristischen Attraktionen der Region erheblich bereichert. Nicht nur in touristischer Hinsicht ist der Barrierenabbau im ÖPNV ein wichtiges Thema. Dazu jetzt unser letzter Beitrag in diesem Magazin aus Hagenow. Die Kleinstadt Hagenow liegt rund 30 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Schwerin und nordwestlich der früheren Residenzstadt Ludwigslust. Die frühere Ackerbürgerschaft wartet mit einer Reihe sehenswerter, inzwischen aufwendig restaurierter Fachwerkhäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert auf. Durch die gute Verkehrsanbindung an Schwerin ist Hagenow ein attraktiver Standort für Unternehmen und ein lebenswerter Wohnort für die Bürgerinnen und Bürger. Seit 2015 ist Thomas Möller in zweiter Amtszeit Bürgermeister der Stadt. Für ihn ist es wichtig, dass Hagenow eine funktionierende Nahverkehrsinfrastruktur hat. Wir haben ja auch unseren Stadtbus, ja, der halt die Leute die Mobilität in der Stadt schon mal ermöglicht, zum Einkaufen zu kommen. Und, dann wird ganz viel der Bus Richtung Schwerin genutzt von den Menschen, um eben auch das Oberzentrum zu erreichen. Um auch die Bahn zu erreichen, auch wenn wir eigenen Bahnanschluss hier haben. Aber so in die eine oder andere Richtung kommst du eben doch besser, wenn du von Schwerin fährst oder wenn du von Ludwigslust fährst. Auch da fährt ein Bus hin. Viele nutzen den Bus, um zur Arbeit zu fahren tatsächlich. Von daher ist es uns schon wichtig, das da auch optimal zu machen. Vier Bushaltestellen wurden für die Verbesserung der Barrierefreiheit aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Zwei Bushaltestellen in der Wittenburger Straße, eine in der Rudolf-Tarnow-Straße und die letzte am Kiesender Ring. Die älter werdende Bevölkerung in Hagenow benötigt barrierefreie Einstiege für ihre Rollatoren.
Eine größere, wo auch mehrere Linien sich treffen, die unter anderem von den Schülern unseres Schulzentrums mit Gymnasium hier rege genutzt wird. Also um die Mittagszeit ist hier immer richtig viel Betrieb. Eine der vier, wie gesagt, die wir durch EFRE-Förderung im letzten Jahr schon erneuern konnten. Wir haben ungefähr 103.000 Euro ausgegeben für diese ganze Maßnahme. Die Haltestelle am Markant-Einkaufszentrum ist die größte der vier Haltestellen. Hier haben zwei Busse hintereinander Platz. Diese Haltestelle wird von verschiedenen Linien angefahren. Im Fokus steht der Schülerverkehr. Insgesamt hat die Stadt Hagenow 103.000 Euro Eigenkapital in die Barrierefreiheit der Halteflächen investiert. Das waren sie wieder, unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland zum Thema EU-Strukturförderung. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.